Zutateneintopf. 5 Fakten aus der fabelhaften Welt der Zutaten. Heute Papaya. Kolumbus war ein großer Fan der Papaya. Er nannte sie bei ihrer Entdeckung die Frucht der Engel. Wer die himmlische Frucht als Obst essen möchte, sollte unbedingt vollreife Früchte kaufen, denn Papayas reifen nach der Ernte kaum noch nach. Zu erkennen sind die reifen Früchte an ihrer gelben Schale und daran, dass sie bei sanftem Fingerdruck leicht nachgeben. Am beeindruckendsten schmecken die sogenannten Riesenpapayas. Auch Papayakerne sind frisch eine leckere Knabberei. Getrocknet kann man sie als Gewürz nehmen. Papayabäume werden auch Melonenbäume genannt und diese können richtig groß werden. Der höchste Papayabaum der Welt misst im September 2003 13,4 Meter. Er steht im indischen Holi. Aber auch unreife grüne Papayas finden in der Küche Verwendung, als Gemüse. So bekommen Chutneys, Currysalzas und Salate einen deutlichen geschmacklichen Kick.